Hallo, hier ist wieder Clemens von NBB mit einem weiteren Video zur Aufrüstung eures Laptops. Heute sehen wir uns eines der neuesten und interessantesten Gaming-Notebooks an, die es derzeit auf dem Markt gibt. Das Asus ROG Zephyrus G14 mit AMD Ryzen 4000 CPU. Das Zephyrus G14 ist ein ziemliches Unikat, wenn es um Gaming-Laptops geht. Denn trotz seines 14 Zoll Formfaktors fährt es leistungsmäßig voll auf und hat dank seines super effizienten Ryzen 4000 Prozessors auch eine erstaunlich lange Akkulaufzeit. Da es sich aber dennoch um ein Gaming-Gerät handelt, ist die Aufrüstbarkeit offensichtlich was, was viele Leute extrem interessiert. Deswegen wollen wir euch in diesem Video jetzt zeigen, wie ihr den RAM und auch die SSD eures Asus ROG Zephyrus G14 aufrüsten könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Schraubenzieher und natürlich die Teile zum Aufrüsten. Als SSD benötigt ihr eine PCIe-SSD im Formfaktor 2280 und als Arbeitsspeicher einen Stick DDR4-RAM mit einer Taktung von 3200 MHz. Die genauen Angaben dazu findet ihr natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung unten. Fangen wir nun aber an. Und das erste, was ich immer sagen muss, schaltet euren Laptop aus, indem ihr ihn herunterfahrt. Nachdem ihr ihn ausgeschaltet habt, erdet euch. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel euren Heizkörper anfasst. Jetzt stellen wir den Zephyrus G14 auf den Kopf und können endlich zum eigentlichen Aufschrauben kommen. Insgesamt müsst ihr 14 Schrauben auf der Unterseite lösen, die die Abdeckung an ihrem Platz halten. Wenn wir das getan haben, lässt sich die Abdeckung relativ leicht vom Laptop abnehmen. Selbst ohne lange Fingernägel sollte das kein Problem sein. Hier hat Asus wirklich mitgedacht. Nicht so toll war hingegen Asus Idee, 8 GB RAM fest auf dem Mainboard zu verlöten und nur einen Steckplatz für einen austauschbaren RAM-Riegel zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise vermindert ihr die Dual-Channel-Fähigkeiten eures ROG Zephyrus, wenn ihr euch nicht für einen gleich großen 3200 MHz RAM-Stick entscheidet. Dual-Channel-Speicher ist für AMD Ryzen-Prozessoren sehr wichtig. Wenn ihr also bereits 16 GB RAM in eurem ROG Zephyrus habt und nicht unbedingt 4K-Videos bearbeiten möchtet, dann würde ich euch davon abraten, sich für mehr RAM zu entscheiden und dafür die Dual-Channel-Fähigkeiten zu opfern. Gamer sollten mit 16 GB sowieso gut zurechtkommen, zumindest für die absehbare Zukunft. Wenn ihr jedoch den zusätzlichen RAM-Speicher benötigt, dann zieht einfach den vorhandenen RAM-Stick heraus und ersetzt ihn durch einen größeren im gleichen SO-DIMM-Formfaktor. Wie schon gesagt, wählt unbedingt einen mit DDR4 3200 MHz Geschwindigkeit, um ihn mit dem verlöteten RAM auf dem Mainboard des Asus Laptops abzustimmen. Ein weiterer recht einfacher Austausch ist gleich daneben zu finden. Hier seht ihr den M2 SSD-Slot. Wenn ihr eine andere SSD verwenden wollt, stellt sicher, dass es eine echte PCIe-SSD ist und nicht eine, die noch SATA verwendet, aber einen M2-Anschluss hat. Ein ziemlich billiges und schnelles Modell, das gut zum ROG Zephyrus passt, ist zum Beispiel die Crucial P1. Leider unterstützt Ryzen 4000 in Laptops bisher noch nicht PCIe 4.0, also ist 3.0 das höchste, was man aktiv nutzen kann. Löst einfach diese Schraube hier und zieht langsam die alte SSD des ROG Zephyrus aus ihrem Anschluss. Unter der SSD seht ihr übrigens noch die Wi-Fi-Karte, falls ihr die jemals austauschen wollt. Setzt nun eure neue M2-SSD in den Anschluss, drückt sie anschließend vorsichtig nach unten und befestigt sie wieder mit der Schraube. Vergesst nicht, Windows von einem USB-Stick zu installieren und die Asus Utility Software von der offiziellen Asus-Webseite herunterzuladen. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu Asus Armoury Crate, damit ihr eure Lüftergeschwindigkeit und das Energieprofil eures ROG Zephyrus weiterhin kontrollieren könnt. Werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf die Batterie. Wie ihr sehen könnt, ist sie nicht geklebt, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt relativ einfach ausgetauscht werden kann. Auch die Lüfter seht ihr hier natürlich. Die sind ebenfalls verschraubt und können relativ einfach gereinigt werden. Nun macht ihr einfach die Rückseite wieder drauf und schraubt alles wieder zusammen. Und das war's. Ihr wisst jetzt, wie ihr den RAM und die SSD eures Asus ROG Zephyrus G14 aufrüsten könnt. Obwohl es einige Vorbehalte gegen die Aufrüstung des RAM gibt, wie zum Beispiel den Verzicht auf Dual Channel, würde ich sagen, dass sowohl RAM als auch SSD ziemlich einfach zu ersetzen sind. Wenn euch unsere Videos gefallen, hinterlasst gerne ein Abonnement für unseren Kanal und wenn ihr Fragen, Gedanken oder Empfehlungen dazu habt, ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns sicher demnächst wieder mit mehr Tests, News und Upgrade-Videos. Bis bald!